Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu unserem Weg nach Pandoria. Ja, heute werden wir hoffentlich die ganzen pandorischen Risse zusammenflicken und alles wieder heile machen. Und ja, ich bin gespannt, ob das klappt, ob wir das gut machen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Um das Ganze beginnen zu können hier heute mit den pandorischen Rissen, müssen wir erst einmal hier in Whaledale mit den guten Avalon reden. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Avalon vielleicht doch entweder eine Frau ist oder ja, keine Ahnung. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was er ist. So, mit Hilfe der Kraft der eingefangenen Schattensucher habe ich das Gerät gestärkt, sodass du mit ihnen die Risse in Silverglade schließen kannst und vielleicht sogar mehr. Wenn du das Gerät sehr viel benutzt, musst du wieder zu mir zurückkommen, um den Schattensauger zu leeren und neutralisieren zu lassen. Aber jetzt los nach Silverglade und alle Risse mit den neuen Blitzkreiskräften schließen. Vergiss nicht, zuerst die Abwehr der Risse mit den Schattensauger zu schwächen, dann die blauen Reste mit deinen Kräften zu neutralisieren, bis du die ganze Energie abgesaugt hast. Das sollte sich schließen. Viel Erfolg. Gut, das bedeutet schnell zurück zu Steve. Also zu Steves Farm und nach Silverglade. Also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt bin ich ganz toll gelaufen hier, aber kein Problem. Ich bin heute nämlich mit Ghost Whisper unterwegs und da brauchen wir keine XP. Deswegen hoffe ich wirklich, dass wir auch keine Rennen heute haben. Denn mein wunderschönes englisches Vollblut ist bereits seit, keine Ahnung, wie viel Ewigkeiten ausgelevelt. So, schauen wir das Ganze mal an. Okay. Wo haben wir es? Steves Farm. Bitte einmal dorthin fahren und dann geht's los. Ach, ich freue mich schon. Ich freue mich tatsächlich schon riesig, weil ich das eigentlich total lustig fand. Also wir hatten ja bis jetzt nur bei Fripp das Ganze einmal ausprobiert. Oder wir durften es ausprobieren. Ausprobieren, um genau zu sein. Halt, nicht zu weit laufen. Okay, schauen wir mal. Hier haben wir den Sauger. Da muss ich bestimmt absteigen vom Pferd, oder? Moment. Testen wir mal, ob das mit Pferd geht oder ohne. Ja. Ups. So, einmal absteigen. Und einmal absaugen. Oh, da öffnet sich tatsächlich so ein kleines Portal. Oh, sehr. Ich mag das total gerne. Es sieht so schön aus. Stern. 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 Na komm schon, mehr Sterne. Ich hoffe, ich übersehe keine. Oh, ich mag die Farben einfach so gerne. So blau und pink ist echt toll. Komm schon, einer noch oder zwei? Einer. Yay! Du hast es geschafft, den Riss zu schließen. Sehr, sehr gut. Okay, einen hätten wir schon. Geht es weiter zum nächsten. Da ist er. Ich weiß gar nicht, wie viele überhaupt hier sind. Oh, da bin ich natürlich auch super gespannt, wie viele hier sind und wie viele wir mit einer Ladung schließen können. Okay, Konzentration. Stern, Stern. Bam. Oh, die sind ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, als die anderen. Na komm schon. Oh, der war aber sehr weit oben. Und sie ist hier gerade eben einfach nur durchgesprungen. Das sah auch sehr lustig aus. Schade, dass man hier so keine richtigen Fotos machen kann. Das wäre auch noch extrem cool. Oh, halt! So weit am Rand. Aber trotzdem geschafft! Der Riss ist geschlossen. Perfekt. Super gut. Okay, mal sehen. Ich hoffe, es geht noch einer. Einer geht noch. Ein Riss geht noch rein. Okay, da haben wir ihn. Na, geht's noch? Ja, der geht noch. Ich habe echt Angst, dass der voll wird, der Sauger, und wir doch nochmal zurück müssen. So. Sieht das nicht toll aus? Alles so pink. Oh mein Gott, ich finde das einfach so toll. Keine Sterne, wo sind sie? Da. Der ist aber auch ganz schön schnell. Okay, der ist wieder langsamer. Na komm schon, wo sind die letzten Sterne?
Zeige dich, Stern. Zwei brauchen wir noch. Außer es dauert so lange, dann brauchen wir drei. Na, komm schon. Zeig dich. Noch ein. Jetzt aber. Puh. Das ist auch geschlossen. Perfekt. So. Ach, guck mal. Mein Pferd wird sogar immer zu mir teleportiert. Ach, wie schön. Ach, wie praktisch. Wunderbar. Okay, mal schauen. Ich glaube fast, dass der Sauger bestimmt voll ist. Schauen wir mal. Bist du voll, Staubsauger? Nee, immer noch nicht. Vielleicht müssen wir doch nicht wieder zurück. So. Stern. Oh, die sind so schön, die Sterne. Da wünscht man sich doch glatt wieder Weihnachten bei so viel Sternen und Schönheit. Guck mal, Alex steht da immer noch. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Okay, dann haben wir, glaube ich, nur noch eines. Oh, wehe, ich muss... Wieso stehe ich denn auf dem Bagger hier? Wehe, ich muss für den einen Riss, den noch zu schließen ist, den Schattensauger leeren. Nein, muss ich nicht. Glück gehabt. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es bei denen das alles ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, mein Gefühl täuscht mich gerade nur ein bisschen. Zack. Zack. Komm schon, ich bin bereit. Sterne, zeigt euch. Ich bin bereit, ich bin da. Oh, warum dauert das immer so lange? Die letzte Energie hier rauszapfen. Das müsste der letzte gewesen sein. Oh, dann habe ich kein pinkes Silverglade mehr. Ich glaube, ich habe es geschafft. Noch irgendwo was pink? Nee. Alles Pinkes ist weg. Okay, dann gehen wir mal zu Alex. Und gucken mal, ob sie was sagt. Alex, sprichst du jetzt mit mir? Du sprichst nicht mit mir? Oh, er spricht mit mir. Okay. Und die Tierärztin steht auch wieder dort. Sehr schön. Das ist spektakulär. Danke, Mandy. Du hast heute wirklich Wunder bewirkt. Du hast uns gerettet vor dem, was das Ende der Welt hätte sein können. Du bist wirklich heldenhaft. Dankeschön. Dankeschön. Alex, hast du auch noch was zu sagen? Ja, Alex hat auch noch was zu sagen. Das war eine Meisterleistung von dir heute. Wir werden uns noch lange daran erinnern, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Ich befürchte, dass dies nämlich nur der Anfang ist, der Anfang von etwas, das ein katastrophales Ende haben könnte. Wir sind fast ohnmächtig nach all dem und müssen trotzdem noch weitere Wunder bewirken. Bist du bereit? Oh je, hör Alex zu. Okay. Dako hat ganz klar die Kraft Garnox losgelassen. Ihre Machenschaften lassen die chaotischen Kräfte Garnox aus dem Ruder laufen. Und das ist nun sichtbar. Ich habe gehört, dass neue Risse woanders in Silverglade auch aufgetaucht sind. Nein, nicht noch mehr Risse, das gibt's ja gar nicht. Man berichtet von diesem riesengroßen Riss im Weingarten und einen anderen auf den Everwine-Feldern. Ich kann von hier aus den rosa Nebel den rosa Nebel wahrscheinlich, am Himmel schimmern sehen. Seid in diese Richtung und schau dir die Risse an. Schließe sie, wenn du kannst. Ich bleibe hier, um Ordnung zu bewahren. Aber ich komme gerne, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, alles klar. Weingarten und Everwine-Felder. Müssen wir den Sauger ausleeren? Ich werde bestimmt jetzt hinkommen und dann ist der Sauger voll. Okay, ich probiere es trotzdem mal. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Weingarten. Ja, ich probiere es mal. Wie viele Schillinge habe ich denn noch? Och, genug. Alles gut. Nein. Silverglade Landgut bitte einmal. Es wundert mich immer noch, dass sie das in Silverglade Landgut umbenannt haben und nicht Weingarten gelassen oder Pferdesportcenter gelassen haben. Weil ich suche immer noch nach Pferdesportcenter. Okay. Oh ja, ich sehe es. Oh, oh, oh. Aber nur kleine. Das sind nur kleine Risse. Nur zwei? Zwei. Ja, zwei reicht ja auch, ne? Hallo, Pinkasis.
Ja, tatsächlich nur einer. Und da hinten, ach, das sind schon die Everwind-Felder. Okay. Alles klar. Nein, ich hab's doch gewusst. Ich hab's geahnt. Der pandorische Riss leuchtet in einen hasserfüllten Rosa. So hasserfüllt finde ich ihn gar nicht. Ich finde, das sieht eher so total liebevoll und traumhaft aus. Er muss sofort geschlossen werden. Ja. Ach so, ich muss erstmal draufklicken. Alles klar. Geht doch noch. Oh. Gut, dass ich jetzt zufälligerweise darauf geklickt habe. Weil ansonsten wäre ich jetzt total umsonst wahrscheinlich nach Whaledale zurückgekehrt. Nach Avalon und hätte da nichts gefunden. Ja, supi. Naja, Glück gehabt. Man muss auch mal ein bisschen Glück haben. Zack. Bam. Kommt schon, ihr Sterne. Zeigt euch. Ihr Energie. Energiesterne. Genau, das ist der richtige Begriff. Ihr Energiesterne, zeigt euch, damit ich euch vernichten kann. Bam. Da ist noch einer. Oh, da fehlen aber noch eine ganze Menge. Zwei. Ah, vielleicht drei. Okay. Eins. Und? Ist es jetzt schon der letzte? Mal sehen. Oh, wenn es so lange dauert, dann nicht. Ja. Geschafft. Auch das ist geschlossen. Perfekt. So, und mein Pferd ist auch direkt da. Das heißt... Oh, was ist das denn für ein Pferd, die da? Wo kommt denn der Hannoveraner her? Egal. Ab zu den Everwind-Feldern. Hier war doch wirklich nur einer, ne? Ja. Hier war nur einer. Da ist er. Hass erfüllt. Pah! So ein schönes Rosa. Von wegen Hass erfüllt. Guck mal, wie schön die pinke Blume hier ist. Der Riss sieht genauso wunderschön aus wie diese wunderschöne pinke Blume. Ah, ja, ich mag das einfach viel zu sehr, dieses wunderschöne Licht. Ich glaube, ich mache auch jetzt kurz noch ein Foto von mir und dem Riss. Weil ich das einfach so schön finde. Guck mal, meine Decke passt dazu. Meine Pferdedecke. Ach, wie cool. Oh, jetzt läuft mein Pferd aber ein bisschen seltsam, ne? Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Okay, ich muss mal den richtigen Moment abwarten. Oh, das sieht schön aus. Das sieht gut aus. So, vielleicht ein bisschen verschwommen das Ganze. Wo ist denn das Ohr abgeblieben? Okay. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, schwarze Pferde zu fotografieren tatsächlich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Da dürft ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Weil ich immer finde, dass man das Fell von den Rappen immer nicht ganz so gut erkennen kann im Fotomodus. Dann ist einfach meistens alles nur komplett schwarz. Außer ich mache das jetzt alles hier ein bisschen heller. Dann ist es schon wieder irgendwie ein bisschen cooler. So. Oh, ein schönes Foto. Und ein schönes Andenkenfoto vor allem auch. Oh, ich sammle halt immer total die Andenken. Also ich kann einfach nicht anders, als immer Fotos zu machen. So. Alles klar. Ja, genau. Benutzen. Alles klar. Kann ich das jetzt vielleicht doch auf dem Pferd machen? Ich will es nur mal ausprobieren. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja, muss absteigen. Aber es würde wahrscheinlich echt witzig aussehen, wenn das funktionieren würde. Schattensauger Power! Okay. Die letzten Sterne. Und dann geht's wieder zurück zu Alex. Und dann ist die Folge sogar auch schon so langsam vorbei. Außer es passiert jetzt noch irgendwas mega Spannendes, was ich jetzt nicht aufhalten kann. Und wo ich unbedingt weitermachen muss. Zack. Bam. Na komm schon. Oh, die letzten Sterne, die dauern immer so lange. Okay, jetzt ging das doch relativ schnell. Manchmal hilft es zu meckern. Der Riss ist geschlossen. Wir haben es geschafft. Ghost Whisper, wir haben es geschafft. Okay. Zurück zu Alex berichten. Oder zum Ratsmann. Ja, je nachdem, wer meinen Bericht hören möchte. Wir sind jetzt zum Glück nicht so weit weg. Die Everwind-Felder sind gerettet. Und der Weingarten auch. So. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bestimmt sind noch mehr Risse aufgetaucht. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen.
Ich muss aber wirklich sagen, mir gefällt die Quest richtig gut. Also es ist schon spannend, man muss ein bisschen was machen und es sieht immer super, super schön aus, wenn das so pink leuchtet. Ja, ich weiß, ich habe es schon in dieser Folge einfach viel zu oft gesagt, wie schön ich das finde. Jetzt sieht Silverglade fast ein bisschen langweilig aus. So, wer von euch will mit mir reden? Du oder du? Du. Hab fertig. Du hast den Riss ganz alleine geschlossen. Gut gemacht. Das kann nicht so weitergehen, sonst wird Pandoria schnell unsere Welt verschlingen. Ich zitter so bei den Gedanken, was dann passieren wird. Ich weiß nicht, was Herr Sens und seine Handlanger wieder so treiben, aber es ist klar, dass Garnock viel aktiver ist als denn je. Jetzt müssen wir helfen, indem wir uns um die neuen Risse kümmern. Die können jederzeit auftauchen und glaube mir, es wird immer mehr geben. Ich versuche, so viele zu schließen, wie ich kann. Bist du bereit, mir zu helfen, Jorvik vor dem pandorischen Garnock-Bedrohung zu beschützen? Selbst wenn wir dabei bis zum Ende aller Zeiten und sogar noch weitergehen müssen. Natürlich, Alex, ich bin voll dabei. Du, Mandy, wir haben einen wichtigen Auftrag für dich. Als Bewahrer Aldins ist es unsere Pflicht, Jorvik vor den Untergang und den Verschwindenden im pandorischen rosa Nebel zu retten. Von jetzt an müssen wir Wache halten. Jeden Tag müssen wir bereit sein. Das Einfachste ist es, auf den Berg zu reiten und das Land zu überschauen, glaube ich. Das rosa Leuchten kann man von ganz weit weg sehen, abends. Nachts und frühmorgens kann man es am besten sehen. Halte die Ohren offen. Andere Leute können dir Risse ausfindig machen und dir dann sagen, wo sie auftauchen können. Möge das Licht Aldins über uns alle leuchten, in diesen schweren, rosa schimmernden Zeiten. Das klingt so mega paradox, oder? So dieses rosa schimmernd, was total toll ist. Und dann kommt aber gleich schwere Zeiten. Naja, okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen täglichen Auftrag erstmal wahrscheinlich. Blitzkreis aufbessern. Möchte noch jemand mit mir reden? Ich glaube momentan nicht, oder? Moment. Ne. Tagebuch. Alex. Warte mal, das gucke ich mal ganz kurz an. Hier ist das Tagebuch. Nee, Tagebuch. Da ist das Tagebuch. Zack. Tinshan, Soul Rider, die Geschichte von Alex. Ja, die kennen wir. Okay. Hobbys, Fitness und Hip-Hop. Interessant, interessant. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir für heute erstmal unsere Aufgabe erledigt. Und es wird weitergehen, die nächsten Male noch mehr Risse zu schließen. Ich bin gespannt, wo sie auftauchen werden. Wir werden Ausschau halten. Ich sehe von hier aus sogar schon ein. Oh ja. Einer, zwei. Zwei sehe ich von hier aus. Okay, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun hier bei unserer pandorischen Reise, so möchte ich sie nennen. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Season.